50 war auch eine Umkehr zu sehen. Früher hatte man die handwerklich-bäuerliche Landwirtschaft, das heißt, die Gerätschaften, die in der Landwirtschaft eingesetzt wurden, die sind letztendlich in Schmieden, in Stellmachereien, in den Ortschaften gelaufen. Ja, da kriegt doch mehr so ein Tippel. Kannst du kriegen, aber jetzt richtig gibt es das. Probier's. Deswegen gibt es doch nicht die Kinder. Du kriegst das schwarze Brot. Du kriegst keine Ahnung. Wir nehmen es doch hängt am Fett zu. Was ist das Richtige? Wir müssen euch alles abnehmen, das ist richtig. Was macht er eigentlich? Dann auch noch mal sehen. Vielleicht vorab so ein paar Informationen, das Jahr 18 herum. Da hat man mit der Siegel gemäht, da gab es noch keine Sensen. Ab 1850 war die Zeit, als die ersten Gestellsensen auftraten. Wir haben das leider hier nicht dabei. Gestellsensen oder Sense mit dem Reff, vom Bügel oben drüber war. Das hatte die Funktion, dass man also gleich so viel wie möglich Garten zusammenbekam, um es dann entsprechend finden zu können. Der ein oder andere hat das ja hier schon mitgekriegt, da habe ich das Sense-Dengel oder in unserem Gebiet Wärme aus Sense-Klappen. Das weit über die Dörfer hinaus. Und das wäre also ein unheimlich urisches Gefühl gewesen. Nun, ich kann das als ein Mensch der jüngeren Generation nicht nachvollziehen. Ich habe das nicht mal mitgekriegt. Aber wenn man sich da mal ein bisschen hineindenkt, kann man sich so einiges vorstellen. Dieter, vielleicht zeig's uns doch mal. Jahreszahlen festzumachen, zu diesem Mähen mit der Sense. Im Vergleich nachher zum Drescher, wo man mit einem Drescher, wie der Gerhard Fülling den hat, in einer Stunde einen Hektar abmacht, hatte solch ein Schnitter, wie man die damals bezeichnete, die Mäher hier, für eine Morgen 0,25 Hektar ein Tagespensum von 10 Stunden nötig. Wenn man sich mal vorstellt, dieser Schlag hier ist ungefähr 4 Morgen groß. Ein Mann schafft einen Morgen, da müssen wir also 4 Leutchen dann entsprechend haben und wer sich da reinversetzen kann, wenn man diese Fläche am Tag entsprechend gemäht hat,
das ist schon in die Knochen gegangen. Wir jüngere Menschen, also ich kann das heute nur bewundern, wie die das damals... Von 1850 bis 1920, dann kam die Flügelmaschine von 1920 bis 1940. Und ab dieser Zeit eigentlich waren die ersten Kinder da. Entwickelt wurden sie viel früher. In Amerika hat man die Binder schon, die Firma McCormick oder der Schmied McCormick. Den Landwirten unter ihnen ist das bekannt, Schlepperhersteller. Der hat seinerzeit den Binder entwickelt in Amerika im Jahre 1856. Ja, ich kann den Weg ja besser als ich. Ja, Kinder nichts. Muss helfen. Man hat also hier das Getreidekorn plus Spreu plus Kleinstroh im Eimer. Das war natürlich jetzt schwer möglich, irgendwie von Hand zu reinigen. Ich muss jetzt mal rein, warum du die Hände auf den Kleinstroh und den Stamm nicht durch hast. Meine Damen und Herren, das war letztendlich...